Heute backen wir was ganz Leckeres, ein Schweizer Lindor Schokikuchen. Und zwar bekommt er seinen Namen, dass wir die Lindor-Kugeln darin verarbeiten. Es kommt eigentlich gar kein Mehl in diesen Teig. Und ich stelle euch nun das Rezept hierzu vor. Das Rezept für den Schokikuchen sind 8 Eier. Ich habe hier welche aus Freilandhaltung, aber das ist jedem selbst überlassen, was ihr da wählt, was ihr auch im Supermarkt bekommt oder so wie wir haben den Bauer um die Ecke. Dann kommt zimmerwarme Butter hinzu, hier nehmen wir 225 Gramm. Ich achte immer darauf, bei Süßspeisen, bei Kuchen vor allem Süßraumbutter zu verwenden, die ist im Supermarkt eigentlich auch gut zu bekommen. Dann 200 Gramm Zucker. Ich wähle hier braunen Zucker, weil ich diesen leichten Karamellgeschmack in dem Schokikuchen sehr lecker finde. Dann kommen hinzu 150 Gramm Mandeln und 150 Gramm Walnüsse. Ich mahle beide Nusssorten frisch bei mir in der Küchenmaschine. Ich finde einfach, das Aroma ist schöner. Und aber das ist auch jedem selbst überlassen. Ihr bekommt die auch gemahlen schon im Supermarkt. Dann kommt ein Vanillezucker hinzu. Wie erwähnt, es kommt kein Mehl rein, sondern wir arbeiten hier mit Speisestärke. Speisestärke wären dann hier 4 Esslöffel, beziehungsweise habe ich jetzt 3 Esslöffel genommen und verwende hier noch ein Beutelchen Puddingpulver. Und zwar hat es so ein Mandel-Schoko-Aroma und es gibt dem Kuchen auch noch mal so einen gewissen Pfiff. Wenn ihr das nicht habt, nehmt eben dann 4 Esslöffel Stärkemehl. Eine Prise Salz, wie immer, also da wo was Süßes ist, kommt eine Prise Salz hinzu. Da wo ihr was Herzhaftes macht, kommt eine Prise Zucker hinzu. So wiegt sich der Geschmack immer schön auf und es schmeckt einfach viel, viel besser. Dann kommen die Lindor-Kugeln, die dem Kuchen ja seinen Namen geben, hinzu. Hier hat so eine Packung etwas mehr als das wir brauchen, also es bleibt immer noch was zum Schleckern übrig. Wir nehmen 300 Gramm der Kugeln und werden die mit der zimmerweichen Butter leicht anschmelzen, sodass sie sich im Teig gut verarbeiten. Vanillezucker hatte ich schon erwähnt und Salz. Ich persönlich, das ist jetzt auch eine ganz variable Sache, mache immer ein ganz klein wenig, wirklich nur so eine Prise Zimt hinein und reibe etwas Tonkabohne hinzu. Wenn ihr das nicht im Haushalt habt, ist es nicht schlimm, der Kuchen schmeckt genauso lecker ohne diese beiden Zutaten, nur es hebt einfach eben nochmal den Geschmack. Ich verwende heute wieder eine Silikonform, für den Kuchen wunderbar geeignet. Ihr könnt eine ganz normale Springform nehmen oder auch eine Kastenform. Das seid ihr ganz frei. Wie schon in den anderen Videos erwähnt, trotz Silikon sprühe ich immer noch mal gern mit ein bisschen Backfett aus. Und die Eier werden wir jetzt im ersten Schritt trennen und das Eiweiß getrennt vom Eigelb aufschlagen. Ich schlage nun die Eier auf und trenne sie jeweils von der Schale, einmal so rechts nach links, und dann seht ihr, kann das Eiweiß schön ablaufen und in eine separate Schüssel die Eigelbe, sodass ihr hier nur das Eiweiß habt und hier nur die Eigelbe. In der Schüssel, in der ihr das Eiweiß aufschlagt, achtet drauf, die sollte komplett fettfrei, also gut gespült sein. Und ich schlage sie jetzt in der Küchenmaschine langsam an, gebe dann eine Prise Salz hinzu, die wir hier haben, und schlage dann weiter, dass sich so ein richtig fluffiger Teig entsteht. Und später schlagen wir dann die Eigelbe auf. Mein Eischnee ist nun gut aufgegangen und den stelle ich jetzt kurz in den Kühlschrank und mache mit den anderen Zutaten weiter. Für den weiteren Teig
schlagen wir nun in der Küchenmaschine. Also ich benutze immer meine Küchenmaschine. Wenn ihr keine habt, könnt ihr auch gerne ein Handrührgerät nehmen. Geht genauso gut. Und dann geben wir die zimmerwarme Butter hinzu, die Eigelbe. Den Zucker, wie vorhin erwähnt, ich nehme hier gerne braunen Zucker. Und werde die drei Komponenten jetzt auch erstmal schaumig schlagen in der Maschine und zwischenzeitlich bereite ich die Nüsse vor. Zucker haben sich jetzt gut miteinander vermengt und wir werden nun die weiteren Zutaten hinzugeben. In der Zwischenzeit habe ich auch die Walnüsse wie die Mandeln in der Maschine zerkleinert. Und füge die nun den Zucker noch hinzu. Alles zusammen und verquirle es zu einem glatten Teig. Jetzt mit der Butter-Zuckermasse gut verrührt. Das ist ein schöner, etwas festerer Teig nun. Ich gebe jetzt die Lindor-Kugeln hinzu. Da wir momentan eine sehr warme Witterung haben, sind die bei mir jetzt schon ganz weich. Ist es Winter und sie sind noch etwas fester, könnt ihr sie auch über dem Wasserbad etwas aufweichen oder ganz, ganz kurz in die Mikrowelle geben. Nur in der Mikrowelle aufpassen, da verbrennt Schokolade sehr, sehr schnell. Also ich tendiere da eher zum Wasserbad oder stelle sie auf eine Heizung. Die werde ich jetzt hier unter den Teig rühren und den Teig etwas, wie vorhin erwähnt, mit Tonkabohne und Zimt verfeinern. Dann bereite ich meine Silikonform mit etwas Backspray vor. Ihr eure normale Springform oder Kastenform mit Butter, je das, was ihr im Haushalt habt. Und dann kann der Kuchen auch schon langsam in den Ofen. Ich heize den Backofen vor auf Umluft und 175 Grad und da wird er so für 50 Minuten gebacken, weil der Schokokuchen darf auch in der Mitte noch so ein leicht saftig sein. Also er muss nicht komplett ausgebacken sein, umso feiner schmeckt er. Ich reibe nun von der Tonkabohne etwas in den Eischnee. Die Tonkabohne hat so was Vanilliges, wenn man sie reibt. Hier habe ich nun die Lindor-Kugeln in den Teig mit den Nüssen eingerührt. Und nun werde ich bei ganz langsamer Drehzahl sozusagen den Eischnee unter den Teig ziehen. Der Eischnee ist nun komplett in unserer Masse. Wenn da noch so ein paar helle Flöckchen übrig sind, seht ihr auch hier bei mir, die ziehen wir jetzt mit dem Teigschaber noch runter. Einmal nochmal so vorsichtig durchrühren, auch am Boden entlang, im Fall sich da etwas Schokolade oder Nüsse abgesetzt haben. Dann füllen wir den Teig in unsere gefettete Form. Und dann darf er in den Backofen, der sich auch meldet, dass er vorgeheizt ist und betriebsbereit sozusagen, backen. Und dann sehen wir uns, wenn das Exemplar wieder aus dem Ofen darf.
leicht abkühlen lassen, so eine Stunde, etwas mit Puderzucker ausdekorieren. Und ich hoffe, ihr habt auch so ein schönes Backergebnis. Wie gesagt, ich hatte ihn 50 Minuten im Ofen bei 175 Grad. So ist er wirklich in der Mitte auch noch etwas feucht, was ich für diesen Schokoladenkuchen sehr passend finde. Ich werde jetzt noch eine leckere Kanne Kaffee kochen und dann können wir unseren Schokokuchen, der mit Lindpralinchen gebacken ist, also mit diesen Lindor-Kugeln, genießen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, hoffe ihr habt Spaß beim Nachbacken und schaut auch mal gerne in meine anderen Videos rein. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Törtchenprinzessin. Tschüss!